Wohin gehst du, Vater, ohne deinen Sohn? Welches Opfer schickst du dich an zu zelebrieren ohne deinen Diakon? Hast du mich als unwürdig erfunden? Wirst du denjenigen, den du zu den heiligen Mysterien zugelassen hast, zurückweisen als Gefährten beim Vergießen des eigenen Blutes? Wir schreiben das Jahr 258, liebe Schwestern und Brüder. Diese Sätze erklingen in der Nähe des mamertinischen Kerkers, auf dem Höhepunkt der valerianischen Verfolgung. Auf diesem Höhepunkt hat Kaiser Valerian ein Gesetz erlassen, nach dem alle Priester, alle Bischöfe und Diakone sofort zu exekutieren sind. Und es ist weitgehend geschehen. Auf dem Weg zum Richtplatz trifft Papst Xystus seinen Archidiakon, Laurentius. Und wir hören von ihm diese Worte: Wohin gehst du, Vater, ohne deinen Sohn? Welches Opfer schickst du dich an zu zelebrieren ohne deinen Diakon? Das, was von Anfang an hier eucharistisch konnotiert ist, wir könnten heute in einer oberflächlichen Beobachtung zumindest sagen, sie sind ein eingespieltes Team, der Archidiakon und der Bischof von Rom. Und jetzt werden sie getrennt durch die Verfolgung. Xystus wird mit anderen alleine zum Richtplatz geführt, ohne seinen Archidiakon. Wohin gehst du ohne deinen Sohn? Welches Opfer schickst du dich an zu zelebrieren ohne deinen Diakon? Es ist das Opfer der Lebenshingabe. Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, beschleichen mich gewisse Zweifel, ich will das ganz ehrlich sagen, wenn ich sie mit diesen Worten traktiere. Und zwar Zweifel darüber, ob es vielleicht nur mein eigenes persönliches Problem ist, dann hätte es an dieser Stelle hier in der Predigt nichts zu suchen. Zweifel darüber, ob ich alleine bin mit der Beobachtung, dass uns dieser enge Zusammenhang verloren gegangen ist. Einst sind diese Sätze tief in den Gebetsschatz der Kirche eingegangen. Sie tauchen als Antiphonen an diesem Fest auf, durch all die Jahrhunderte. Sie werden gebetet, auch in Zeiten, wo es keine Verfolgung der Kirche gibt, wo sich Bischöfe als Landesfürsten breiterschig in ihre Sessel setzen oder kirchensteuerfinanziert die Manager geben. Immer dann werden sie immer noch gebetet. Wie kommt ein solcher Diakon dazu, diesen Gang zum Richtplatz mit der Eucharistiefeier zu verknüpfen? Und es ist nicht nur die Hingabe des Lebens. Er hält von Xystus einen Auftrag. Er sagt ihm: Sei getrost, das, was heute geschieht mit mir, ist etwas für alte Männer. Da kommt der Tod schnell, die Enthauptung. Du bist jung. In 3 Tagen werden wir wieder zusammen sein. Aber für dich hat der Herr einen größeren Kampf vorgesehen. Und wir wissen das. Laurentius ist bekannt dafür, wie mutig er, nachdem ihm nach 3 Verhören der Kaiser öffentlich zuerst die Kinnlade zerschmettern lässt, ihn dann auf einen Rost legen lässt, über feurigen Kohlen. Und Laurentius nicht nachgibt, im Gegenteil, er sich eine gewisse Freude bewahrt, wenn er sagt, ihr könnt mich umdrehen, die eine Seite ist gut. Bevor er mit einem freudigen Gebet sein Leben hingibt, genau wie Christus in jeder Eucharistiefeier, feiern wir das. Vorher erhält er den Auftrag, den Schatz der Kirche zu verteilen. Und wir kennen die Episode, eben in der Magnificat-Antiphon ist das angeklungen oder auch im Gebet, im Lied, das wir eben gesungen haben, in diesem schönen. Es gibt etwas zu verteilen und er bringt das den Armen. Aber als die Bewacher irgendetwas vom Schatz hören, denken sie, da ist großes Geld zu machen. Und er bittet sich 3 Tage aus. Er muss diesen Schatz organisieren. Er sagt, ich brauche Wagen, um ihn herzuführen. Ja, natürlich, die kriegt er sofort. Und er bringt alle Armen der Stadt, die gläubig sind,
die bringt er ihnen. Die Greise, die Krüppel, die Blinden, die Habenichtse, die unter dem Brückenschläfer, die bringt er ihnen und sagt, das ist der Schatz der Kirche. Und auch das ist eng verbunden mit dem Verständnis der Eucharistie. Wenn wir heute so viel über Armut reden, dann ist das etwas Gutes. Aber manchmal hat man das Gefühl, es ist der Ausdruck eines schlechten Gewissens. Wir reden über Armut und gleichzeitig liegt bei uns der Bistumshaushalt auf dem Tisch. Und dann reden wir nochmal über Armut. Wie viel braucht die Kirche für sich selber? Wie viel, man muss es so drastisch sagen, verfrisst sie selber? Ein sich selber verschlingender Organismus ist sie geworden. Und ein Bistumshaushalt hat keinen Konnex mehr zur Eucharistiefeier. Null. Vielleicht die Kerzen, die dort eingestellt werden, die man bei der Messe anzündet. Okay, nennen wir sie Anstandskerzen. Wenn wir das nicht wiedergewinnen, liebe Schwestern und Brüder, ist alles, was wir über Armut sagen, unser Einsatz für die Flüchtlinge, Wortgeklingel. Will eine gewisse Impression erzeugen, ist aber haltlos. Möglicherweise können andere Organisationen das viel besser als wir. Wenn wir es nicht rückbinden an das, wie wir leben, wenn wir in der Hingabe für die Armen, auch für die, die vertrieben wurden, die ihre Heimat verlieren, die eine neue Heimat suchen, wenn wir selber nicht darin sterbende Weizenkörner werden, von denen Jesus heute im Evangelium spricht, ist es alles nichts. Es ist, wie Paulus den Korinthern zuruft. Ihr könnt euch verbrennen lassen. Ihr könnt Gott weiß was tun. Ohne die Liebe, die für uns ihr Zentrum in der Eucharistie hat, in der Hingabe Christi, damit wir leben können, ist alles leeres Geklingel. Eine tönende Pauke. Es macht vielleicht Eindruck, aber es fällt beim zweiten Hinsehen in sich zusammen. Wir können Laurentius nur bitten, dass er uns wirklich hilft. Durch das Hören dessen, wie er gelebt hat, wie es für ihn selbstverständlich war, so zu sprechen. Wohin gehst du, Vater, ohne deinen Sohn? Welches Opfer schickst du dich an zu zelebrieren ohne deinen Diakon? Hast du mich als unwürdig empfunden? Wirst du denjenigen, den du zu den heiligen Mysterien zugelassen hast, zurückweisen als Gefährten beim Vergießen des eigenen Blutes?